Konnichiwa, Bitches! Dreamfall Chapters, meine Taste ist hier. Ich gewöhne mich einfach nicht dran. Ja, jetzt dauert es wieder ein bisschen. Okay, weiter geht's. Yes? Mother. It's the General. He asks to speak with you. Send him in, child. Hami. Is anything the matter? It's Kian. He's alive. Oh, goddess. Goddess, be praised. How do you know this? He broke into the engine room down on City Green. Light. What was he doing there? Speaking with one of the engineers, Fadaus, a young man from the southern provinces. Kian said, oh, well, it's of no consequence. He's a traitor. He's joined the resistance. But it is as I suspected. We have been lied to by Vamon and the Emissary. For what reason? That I don't know. Yet. And until we do, we cannot confront the Mother. I agree. We don't know how firm their grip is on the tower. If they know that we know... What about Kian? Was he here? How did he look to you? He looked strong. Different, but strong. He must have his reasons for doing what he's doing, Hami. Kian would never betray Azadir, or his faith. Perhaps, but that's what he's doing. I gave him the honorable choice to turn himself in and face righteous judgment. But he fled, like a coward, when the engineer attacked me. Attacked? I don't blame the man. Kian poisoned his mind with baseless lies. My men detained him. And I placed him somewhere safe, somewhere he can't tell anyone what he saw and heard. Out of Vamon's reach. We need to keep this between us, or we run the risk of alerting the commander and emissary Saya. Much as I'd like to hunt down Kian myself and put him to the sword, we must be patient. Let's trust the goddess, Hami, to illuminate our path and bring us to the truth. I certainly hope she will. Die Wimpern von der Ollen sahen komisch aus. Entschuldigung. Okay, okay. Wir sind immer noch. Speak with the others, okay. Das krieg ich. Kian, thank the balance, you're back. Bib's been. They've taken him. Schrei mich nicht so an. Yeah. Light. Are you sure it's Bib? I knew this would happen. We have no time to spare. We must get to him before. The cloud ship just unmoored and is already heading for Gien. It's too late. Then we must follow. And abandon your mission here? For one child's life? Is it because he's a magical that he's not worth the trouble? You're such an angry, angry man. Do you really want Kian to leave Mercuria and risk his life to save one boy? I thought so. This is what happens when we let Azadi criminals live. Stop it! That's not what happened and you know it. They're sending all the magicals away. I know why. And I know what the pipes are for. What? Really? Are you serious? I'll explain later. Right now, we need to rescue the boy. I couldn't care less what you do with your life, Kian. But if you die, the Resistance suffers. And if I don't go after him, Bib suffers. Can we really afford to lose more people? I mean, we've lost so many already. Like Naane. She chose her own destiny when she betrayed us. I did what had to be done. No one has to kill anyone. That's not a rule. I need to think about this. I can't just abandon the boy, but... We can't stay here. The Azadi are hunting me. The General knows I'm alive. Hami, how did that happen? Did you approach him? Are you trying to curry favors with your former masters? Curry favors? How would I even... I'm not trying to curry any favors with... Stop it, both of you! You're really annoying! Loud. Let's get out of here before Ulvik gets in trouble for harboring a fugitive. Shepard will want to have a say in the discussion. This isn't over, Kian. Oh, hush. Warum? Kommt das, muss ich den jetzt noch retten oder kriege ich ein bisschen Zoe? Ich freue mich immer so auf Zoe.
Mm-hmm. Following the terrorist attack on Propast, where 8 I officers and 5 civilians were killed by Marxist Party members. The Syndicate has promised to maintain heightened security across Europolis until after the upcoming elections. The Propast district remains under full I lockdown and 24-hour curfew. We're now joined by Marek Farah in Propast. And Marek, how are regular people in Propast handling this very difficult situation? Well, Rika, as you can see, the streets here are deserted. Almost 2 months after the August attack on the I headquarters in Propast. Wie cool ist denn ihr Pulli, bitte? Oh Gott, ich will ihn haben. Anyone who goes outside is subject to random searches and arrests. There is a 24-hour curfew in effect. But people are allowed to traverse the district as long as they carry the appropriate paperwork and submit to any searches and questions. What about essentials like food and water, Marek? Are any stores or restaurants still open? I think this everything is closed, Rika, but rations are distributed to residents of Propast on a regular basis. Medical personnel are on constant standby. No one here is in any immediate danger of starvation. Has there been any indication of how long this lockdown will continue? The Syndicate is not saying, Rika, but spokespeople have hinted that Propast will remain under Syndicate guardianship until after the election in... Schräg finden. Dieses Gelaber, ich rede jetzt, ich mach das jetzt. We appear to have lost our connection to Marek Farah in Propast. It hasn't come to that. We will attempt to re-establish the connection. Na klar. In the meantime, when we come back, we talk to someone very close to unbedingt, gibt's den, kann ich kaufen, ich will den. And terrorist mastermind, Marta Rebus, about her dark and... Gut. Shit. Power's out again. I'm sure they're doing this just to screw with us. I'll have to check the emergency fuel cell in the kitchen cabinet. It should have kicked in by now. Ich fühle mich nicht gut. Tagebuch aktualisiert. Ach du. Da steht aber gar nichts Neues. Wo soll ich gucken? Was hat sie gesagt? Hier nicht. Kitchen Dings. Ach, guck. It's my emergency fuel cell. Okay. I can jiggle it a bit. That sometimes works. Nope, that did not work. I guess I need a new one. And I know just the person. Ja, genau, Mira hieß sie. Na gut. Was ist jetzt mit dir passiert eigentlich? Warum sind die Haare anders? Warum... Das wirkt alles so normal jetzt. So, ja, nichts passiert. Irgendwas ist explodiert, einfach nur so total nebenher kommt das in den Nachrichten. Aber sie? Was ist denn mit ihr los? Zoe Maya Castillo, your district is subject to syndicate mandated martial law. Please submit an approved destination or return to your home. Thank you. The Pandemonium is your only approved destination. I will accompany you. Please, don't talk. Ah. Warte mal kurz, ich will... Hör auf, den Kopf zu drehen, ich will doch... Sie hat da Narben und da ist so ein Cybergewebe irgendwie drüber. Also muss es doch irgendwie real gewesen sein, was passiert ist. So, ich darf jetzt nur hier lang gehen, oder? Nicht, dass ich ein Problem... Ja, ja. Das ist aber süß. Ich möchte mal kurz was... Ich finde diesen Pulli so geil. Ich will den haben. Fuck. Hey, hoffentlich gibt's den. Ich muss da dann gleich mal gucken. Ich möchte gerne mal kurz auf... Hallo? Auf Englisch stellen. Um zu gucken. Nein. Oh Mann, die haben ihr ganzes Tagebuchzeugs nicht übersetzt. Moment, ich schau mal kurz. Haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit. We began with a coma. The second act
klar, ich suche meinen Freund Turning Suicide Bomber. And me back in the hospital. Okay, sie war auf jeden Fall. Hello, fancy skin grafts. Goodbye, awesome ponytail. Okay, die haben ihr halt dann scheinbar für Operationen oder so die Haare gestutzt an der Seite. Oder vielleicht wachsen die jetzt auch nicht mehr? Es war ein langer Sommer. Now I'm stuck in my apartment with restricted wire access, shitty food rations, and no way out of Propas. Ja, super. Oh, Kacke, okay, und sie wurde gefeuert. Per aufgenommener Nachricht. Also von Mira, ne? Aber sie ist ihr nicht böse, weil Propast ja komplett abgeschottet ist. Mira konnte sich das einfach nicht leisten, sie weiter angestellt zu haben. Und Zoe findet das blöd, dass sie ihr eine Nachricht geschickt hat und das nicht persönlich gesagt hat. Aber meh. Zoe wundert sich, dass sie noch nicht tief depressiv gegangen ist. Ne? Heftige Depressionen bekommen hat und denkt, vielleicht haben sie was in die Essensration gemischt. Okay, und sie konnte mit ihrem, ne, Roman, der Psycho-Doc, nicht in Kontakt treten. He told me he stopped by the hospital to check up on me, but I was covered in grafts and probably looked like shit. I guess he's left for... Oh nein! Ich glaube, er hat Propast verlassen. Muss an den Haaren liegen. Die Haare wirken magisch auf alle. Ah, Relationship Update. Risa und ich haben uns getrennt. Das ist vorbei. Finito. Hab seit Wochen nicht mit ihm gesprochen. And if I ever look back on this thinking. Ach nö. Okay. Sie ist sich immer noch nicht so ganz sicher. Also manchmal denkt sie noch dann so, ja, vielleicht sollten wir es doch nochmal versuchen. Und dann sagt sie sich aber nein, es wird Zeit weiterzuziehen. Ein drittes Mal ist nicht sonderlich sinnvoll. Zeit, sich darauf zu konzentrieren, dich selbst glücklich zu machen und vielleicht nebenbei noch die Welt retten. Eins von den beiden. Ja, ich kann den ganzen Witz halt nicht so rüberbringen, wenn ich es nicht direkt vorlesen kann. Das ist halt blöd. Ah, jetzt fragt sie sich noch, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat, darin die Daten über, ne, diese Partei da an Sully zu geben. Oh shit. Okay, dabei ist wohl nichts rausgekommen. Baruti hat Europolis verlassen. Sie hat einen guten Freund verloren. Risa ist nach Island abgehauen mit den Daten. Und die Hand, also die, ne, Zeitschrift, bei der er arbeitet, konnte es noch nicht veröffentlichen. Sully ist auch weg. Das ist alles ein großer Haufen Popo und sie fühlt sich verantwortlich. Fragt sich, ob sie lieber die Daten Baruti gegeben hätte.
Ah, wenn sie es getan hätte, vielleicht wäre die Story jetzt schon, ne? Wäre die Story jetzt schon raus. Aber man weiß ja nie. Was getan ist, ist getan. Es gibt keine zweite Chance. Ja, okay. Auf jeden Fall, ihr geht's nicht gut. Alle Leute sind weg. Die Stadt ist im Ausnahmezustand. Alles. Ach Gott, das Ding fliegt die ganze Zeit hinter mir her. Oh, ist das nervig. Wow. Oh Mann. Hier ist wirklich alles im Eimer. Everything is closed. No customers, no permits. Das ist doch scheiße. Aber sie ist noch da. I've been avoiding Queenie since I lied to her. Oh Gott, ich habe sie angelogen. Warum? Ich war doch die ganze Zeit ehrlich zu ihr. War ich nicht? Scheiße. Was ist mit den Dingern? Da sagt sie nichts zu. Was ist das denn? Ach so. Müll. Natürlich, was auch sonst. So. Kannst du jetzt dich mal verziehen? Bitte, danke. Eieiei. Na, schauen wir mal, was die Olle uns jetzt wieder an den Kopf wirft. Hey, wo ist denn der Dicke? Ah, da ist er. Den mag ich. Blueprints of bots and what ja, ja. Looks like neural interfaces. Hey, Whit. I'm going to miss Whit. I don't know why exactly, since we've never had a conversation, but I'll still miss the big guy. There's a lot going on inside that head of his. Warum ist jetzt? Ach ja, ich hab's ja umgestellt. Tut mir leid, ich mach's schon wieder auf Deutsch. Ich werde, glaube ich, irgendwann im Livestream, sobald alle Teile draußen sind und alle Bugs gefixt und deutsche Sprachausgabe und so, werde ich das, glaube ich, alles nochmal spielen. Ach, das wird dann, glaube ich, auch ein bisschen angenehmer. Ich kann mit dem auch gar nicht quatschen. Er redet ja sowieso eher wenig. Look what the bot dragged in. Oh. Maybe it's something I ate. But I actually feel relieved to see you, Petal. Are you alright? I'm really not. You know, könnt ihr bitte aufhören damit? It's not exactly vivacious company. It's been quiet around here since we closed shop. I apologize for firing you with a pre-recorded message, by the way. Company policy. Oh, don't worry about it. You said you closed shop. There's no business. We don't even have wire access. It's like being on a really shitty desert island without sun, sand or coconuts. Or wire access. We're actually thinking about heading back to Mumbai. Well, I'm thinking about it. Whit will tag along wherever the road takes us. Anyway, you're here for your dreamer. Buzz? What? I fixed it. Oh, you had hey. Your dream machine delivered to me. Because it was broken about a month ago. Does any of this ring a bell? This is so falsch. Your friend, that German suit, said you'd come by to pick it up. He looked like a Jaeger. I thought he was here to blow my brains out, but he was very personable. Was here? What was wrong with it? An early batch. Bad soldering. I fixed several like it in the past. FYI, it's an off-the-shelf model that pings Wati servers with a device ID and your biometric data as soon as you connect. That won't be a problem unless they've put an alert out on you or that particular device. But I went ahead and blocked it anyway. Still, it is a licensed product. There may be other security measures. I cannot be 100% sure that it won't alert Wati. There are unlicensed dreamers out there without any security chips. But Mr. London has that market locked up here in Propast. Given the trigger-happy toy soldiers out there, I wouldn't know how to get hold of one. I'll be fine with this one. As long as you know the risks. If you weren't here for that, then why the house call? Oh, fuel cell. The power went out, and I don't have a working backup. That's not very smart, Kutia. Lucky for you, I'm up to my neck in fuel cells. Anything particular you're in the market for? The cheapest you have.
Grab one from that box over there. They're refurbished cells, but they'll keep your apartment going for a few weeks at least. Bring it back before it goes dead. I'll refill it for you. Oh Gott. Entschuldigung. So. Controller bitte. Ich hätte vielleicht nicht so nah rangehen sollen. So, was hat er gesagt, wo das ist? Ich war abgelenkt. Das da? Brandstoffzelle. Ah. So how much do I owe you? Consider it your severance package. Oh. If we're ever back in business, there will be a job for you. You're not too bad, Kurtia. Despite appearances. Thanks, I guess. Joa. Ich meine, ne, wir kennen das hier ja. Ja, kein Grund, sich da jetzt noch. Außerdem bringt Mira uns ja sowieso um, wenn wir irgendwas anfassen. Deswegen lass. What happened to that data I decrypted for you? Who did you end up giving it to? I gave it to the Hand, but before they could publish it, they were shut down. Where's the data now? With Reza, in Iceland. Iceland, the final refuge of rogue journalists. You didn't keep a copy? I didn't want to risk it. Stupid, I know. You may have just saved your ass. Too bad about the story, though. When is your Chorbo coming back? I really don't know. When they feel it's safe, I guess. That story needs to run, Kutria. Whatever it takes, make it happen. Okay, machen wir. Aber erst beim nächsten Mal, weil unsere Zeit ist heute schon wieder rum. So, machen wir das mal so. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch Bewertung oder Kommentare da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Dreamfall Chapters Buch 3. 3 ist es mittlerweile. Hey! Cool! Dann sind wir jetzt ja quasi schon fast halb durch. Und danach sind wir über halb durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Wir singen. Taste finden, Taste gefunden. Tschüss! Whee!